Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, zuerst reisen wir aus dem Irak aus und das ging wirklich sehr einfach. Zwei Schalter gleich nebeneinander und schon waren wir draußen. Also kein Vergleich wie da unten im Süden, wo das echt eine Katastrophe war. Aber wir sind durch und dann Einreise in Türkei. Das ging eigentlich mehr oder weniger auch gut. Einfach Schlange am Anfang, weil die Grenze noch zu war. Aber dann ging es eigentlich schnell für uns. Und ab dann geht es los in der Türkei, dieses wunderbare Land. Wir durchstreifen einiges. Und ja, seht selber und wir sehen uns wieder. Und jetzt geht es an die türkische Grenze. Wir haben es eigentlich jetzt fast geschafft, den Irak durchqueren. Es ist noch morgen früh, 6:30. Und die Straßen sind top, Häuser wieder gut. Es ist alles wieder wie bei uns im Westen, mehr oder weniger. Wir an der Grenze, an der rechten, es gibt glaube ich zwei, ich bin nicht sicher, rechts sind wir durch. Ist alles ein bisschen unübersichtlich. Also da drüben das Karnee austragen lassen. Hier 37.000 irakische Dinar bezahlen. Also bis jetzt ging die Ausreise wesentlich einfacher als die Einreise in den Irak. Wir warten hier weiter. Wie VIP-Leute konnten hier an allen Schlangen vorbeifahren. Mal rechts, mal links, mal in der Mitte. Und sind jetzt schon vor der Brücke rüber zur Türkei. Letzte Kontrolle hier. Und dann haben wir es geschafft. Da steht ein Hundchen vor dieser LKW-Reihe. Hier geht mächtig was ab an der Grenze. So, jetzt heißt es anstellen. Leider mussten wir in die Reihe 1. Das ist irgendwie die Verliererlinie hier. Reihe 2 und 3 wäre besser gewesen, aber nein, Reihe 1 ist notwendig. Und auf dieser Brücke muss man aufpassen, dass alles verschlossen ist, denn hier gibt es Menschen, die versuchen, in offene Klappen einzusteigen. Haben wir gerade vorhin schon beobachtet bei einem Bus, dass da blinde Passagiere versuchen, über die Grenze zu reisen. So, wir stehen jetzt da vor der Grenze Türkei. Die machen erst später auf, deswegen diese Kolonne, aber wir konnten ja ziemlich schnell nach vorne kommen und jetzt müssen wir einfach warten. Also die Leute haben hier sogar geschlafen, über Nacht. Hier auf dieser Brücke übernachten die Menschen teilweise, bis sie zur Grenze kommen und deswegen sieht es hier leider auch so aus. Es sieht so aus, als ob wir durch sind. Wir dürfen einreisen. Wir sind noch nicht durch. So, wir sind durch. An der türkischen Grenze ging eigentlich alles easy peasy. Kontrolle ganz locker. Nach Diesel hat niemand gefragt. Und ging alles schnell. Frauen konnten auch da, wo die Fahrerpässe abstempeln konnten, da auch hin und abgestempelt, Einreise, alles okay, jetzt nur noch zum Exit. So, Exit ging auch problemlos, wir sind drin, in der Türkei. Auch in der Türkei gibt es Kontrolle. Ja, das kennen wir ja, aber die lassen einen durch. Lecker essen auf kurdischen Stil am Boden, extra für uns hier gemacht an dem Rastplatz. Von diesen beiden netten Herren. Hallo. Hallo. Wir sind wieder unterwegs, aber Militär auch hier in der Türkei. Wir sind ja im Grenzgebiet. Hier gibt es immer wieder mal Kontrollen, aber bis jetzt konnten wir immer durchfahren. Sehr gut. Hier geht es um Waren vor allem, oder? Waren. Bisschen Büsche hat, sieht doch die Landschaft gleich.
gleich wieder anders aus. Alte, ehrwürdige Mauern hier aus Großsteinen und Mörtel mit tollen Verzierungen hat dieses Kloster. Es war ein Kloster der syrisch-orthodoxen Kirche, gegründet von Samuel und Simon. Da hat es einen Kurzen. Wir sind in Midyat, in einem privaten Museum, wieder mal gelandet. Da gibt es interessante Schätze. Ach, das Altertum. Hundertjährige Fotos. Sieht sogar jemand aus wie ein Indianer. He? Die Frau oben. Angie, nein. Sehr interessant. Die Angie darf auch rein. Das sind alte Türen. Die können abseits da ist, so guck hier auch. Na? Ja. So macht man richtig Feuer, dass es richtig heiß wird. Ich glaube, die verbrennen da den Abfall. He? Und daneben gleich ein Gebäude. Aber es stinkt hier. Oh. Katze auf dem Dach und wir unten drunter kriegen gleich einen Tee. Da ist noch ein Cave. Also, das ist ein Cave, sagen sie dem, also Keller. Feucht. Feucht. Da hat man die Dinge aufbewahrt. Ne? Den Vorrat. Auch der Besitzer dieses Hauses ist wohl ein reiselustiger Mensch, denn da war er schon überall. Hier gibt's Tee von der Tochter des Hauses. In diesem schimmelig feuchten Keller unterm Haus darf man auch reingucken, aber da hat irgendwie schon ein bisschen Hang zum Gruseln, denn hier hängen Knochen rum und die liegen auch hier. Und das sind die gruseligen Überreste einer Tierhaut. Also da muss man schon echt Humor haben, um das cool zu finden. Und hier auch noch einen Einblick in den Sleeping Room von früher. Aber ich glaube, die nutzen den auch selbst noch. So sieht es jedenfalls aus. Jetzt geht es noch in die Altstadt. Das sind alles Luxusvillen von früher. Da haben offenbar die Reichen gelebt. Beim Schlendern durch die Gasse hier an eine Spezialität Badem, bunte Mandeln gelandet. Da viel Ü und so, Ü und Ö und so. Das ist Schweizerdeutsch. Klingt wie Türkisch. Schweizeria. Wie heißt? Swissri. 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 You understand? Swissri? Eau de Cologne. Zum gut riechen für den Mann gibt's hier. Jetzt ins Gesicht. Ja, jetzt kommen die feinen Spezialitäten hier. Kaffee, Süßigkeiten. Mit Schokoladenüberzug. Uiuiui, ist das lecker. Das ist nicht Kaffee, Schokolade. Schokolade, Kaffee. Kaffee. Jetzt treffen wir sogar noch den Mario, Mario Kart von Nintendo. Der ist auch da. Das müssen wir gerade feiern mit zwei Orangensaft. Hallo.
Straßencafé-Atmosphäre und hier gibt es lecker O-Saft jetzt bei dem Was? Mario. Jetzt besuche ich das Media Conno Belesi hier in der Stadt. Das ist ein Schloss. Hier geht es die Treppen hoch bis ganz nach oben zum Dach. Da sieht man, dass oben auf dem Dach auch gelebt und gespeist wird. Das ist die Sicht von oben. Midyat ist eine pulsierende Stadt hier im ganz im Osten der Türkei. So, wir haben jetzt versucht, einen Schlafplatz zu finden, sind irgendwo in eine schöne Gegend gefahren natürlich, aber leider darf man hier nicht stehen, sagen sie, das sei verboten. Jetzt dürfen wir aber bei ihnen im Haus stehen. Die fliegen hier immer noch mit Pferd, wunderbar. Ja, da hinten wollte ich schlafen, aber die haben wohl die Anweisung, dem Militär Bescheid zu sagen, sonst machen sie sich strafbar. Und jetzt fahren wir zu ihnen in das kleine Dörflein und da dürfen wir dann. Ja, wir sind noch im Dreiländereck Syrien, Irak, Türkei. Von daher ist hier das einfach so freistehen gar nicht so einfach, weil nämlich da wohl das Militär kontrolliert. Also haben wir jetzt einen Platz gekriegt in der Nähe des Dorfes und der freundliche Sohn des Bauern, der fährt jetzt mit uns dahin. Ist ja auch nicht schlimm, so lernt man die Kultur kennen. Ganz ein kleines Dörfchen und die dürfen am Rand vom Dorf schlafen. Also wahrscheinlich erregen wir wieder mega Aufsehen hier. Weil die gucken alle schon und die dürfen jetzt vor diesem Haus hier stehen. Schaut ziemlich neu aus. Also die Aussicht ist schon mal gigantisch hier, aber die müssen per Pässe sich die Erlaubnis einholen, dass hier einfach jemand stehen darf. Kann man vielleicht auch verstehen, weil es Grenzgebiet ist. Im Dorf hier in dieser schönen Landschaft haben wir jetzt hier übernachtet, in der Nähe von Maidin. Und jetzt geht's offroad wieder raus. Sie haben uns erlaubt, hier schlafen zu dürfen nachts. So sind wir im nächsten Dorf in einer Bäckerei. Da wird direkt gebacken. Man kann sogar reinschauen. Ich finde das einfach cool. Die Leute sind freundlich, sehr gastgeberisch. Tee gibt's dauernd. Einkaufen hier im Dorf bei toller Musik. Jetzt hat er gerade mein Brot reingemacht. Tipptopp. Ja, da gibt es den Camper zwischen diesen vielen leckeren Broten hier in der Bäckerei. Und wie immer in der Wartezeit gibt es Tee, schon der zweite heute Morgen. What's the name? Pipai? Zatar. Zatar. Shukran. Zatar. Während wir hier warten, gab es noch dieses, fast wie eine Pizza. Das schmeckt sehr gut. Haben die uns auch so gegeben.
Sata. Also der Name von dem heißt Sata. Sata. Und so kommt das Muster ins Brot. Ein Stück nach dem anderen wird uns hingelegt zum Essen. Wir kommen hier rund und gekugelt wieder raus. Eigentlich wollten wir nur ein Brot. Also ich weiß zwar nicht, wie viele Leute in dem Camper sind, aber uns wird eingepackt und eingepackt. Ich weiß gar nicht, wer das alles essen soll. Ich wollte es ihm bezahlen, aber es ist unmöglich. Er hat mir alles geschenkt, eine ganze Packung, die liegt hier. Alles Brot, Pizza, Pie und wie das alles heißt, das ist einfach großartig, diese Gastfreundschaft. Lecker, ich habe gerade einen Job gekriegt. Das müsste man gucken. Da oben sind die Preise, was das eigentlich kostet. Wir sind jetzt in Mardin, eine Stadt, Altstadt auf dem Berg oben. Da oben ist ein Schloss. Und wir schlendern jetzt einfach ein bisschen durch die Gassen. Also die Altstadt wurde schön aufgeputzt. Oh, ist das schön, das ist ja wie im Altertum. Also Mardin, ein Besuch wert. Altertum, ich komme vor wie im 15. Jahrhundert. Oh. Wow. Das ist mal ein Kaffee. Gefällt mir. Nächste Kaffee. Wow. Wow. Und Bibliothek. Kitchen, the kitchen. Ah. Oh, nächstes Kaffee. Und hier muss man klein sein. Ui. Oder Hund? Also bei diesem netten Herrn ins Café dürfen sogar die Hunde. Das ist jetzt wieder ungewöhnlich in der Türkei, aber ist das wohl ein bisschen anders? Also die Hunde sind durchaus auch in der Türkei beliebt. Im Café erwarten kann ganz schön langweilig sein, ne? Die Ayla ist da schon abgeklärt, die war nicht ganz geduldig. Aber es gibt auch ganz ängstliche Frauen da hinten, weil wir mussten nämlich jetzt schnell den Hund in den Laden einsperren, damit sie sich hier vorbeitraut. Ja, sie hatte richtig Angst, die Arme. Ach, wir haben Tee getrunken im Café und mussten nicht mal bezahlen, wegen Hunde wieder mal, Hundegeschichten. Also mega gastfreundlich. Was sagst du zu dieser Gastfreundschaft? Ja, da wird man immer satter und immer satter. Wir müssen nämlich überall Tee trinken. Es ist unglaublich, ja. Wir werden nonstop bewirtet. Spazieren in der Abenddämmerung. So, wir sind fast in der Burg oben. Hochgelaufen und werden belohnt mit diesem wunderschönen Ausblick. In der Mitte das Hotel, wo wir stehen, schön ruhig. Wir haben da gefragt und die erlauben es uns
und wir dürfen da schön ruhig stehen. Ganz oben der Friedhof, ganz klein, aber schön gemacht. Unterwegs zum Schloss, überall gibt es Gräber. Wir sind jetzt da oben auf dem Höhenweg, gleich oberhalb die Burg, unterhalb das Dorf. Überall sind da oben Gräber, sogar da in der kleinen Höhle. Also der René hat einen Geheimgang gefunden, ja, bei unserer nächtlichen Tour. Zum Schloss hoch. Das ist wieder langsam fallen. Da gibt es echt Stufen hoch und du gehst durch diese Höhle da. Unterhalb, sind wir auch eine Sekunde. Ja, unterhalb vom Schloss. Ich kann nicht anders, ich muss alles wissen. Ja, da haben die Steine reingeschlagen, Treppen reingeschlagen und da kommt man dann hoch. Und René, haben Sie dich jetzt angestellt hier, die Handwerker beim Renovieren, weil hier wird alles saniert. Ja. Handwerk vom Feinsten, ist das schön. Ja. Platten direkt auf dem Erdboden. Ach, ist das interessant. Tausende von Treppen. Wir laufen irgendwo durch. Jetzt geht's wieder aber auf die Hauptpassage runter. Wird immer schön. Das Nachtleben hat begonnen. Tukan. Yes. Vielleicht ist er verwandt mit Genghis Khan. Oh, da hat es Leckereien. Gott. Und gleich der nächste Laden. Es ist ein Paradies an Süßigkeiten. Also der René lässt sich wieder beraten bezüglich türkischen Kaffee, aber den gibt es hier nicht in Bohnen, der ist immer gemahlen. Er hat jetzt von uns Eis spendiert bekommen, weil der macht immer Musik für uns. Jetzt haben die rausgefunden, dass die Eiler Pfötchen gibt. Jetzt muss ich dauernd Pfötchen geben. Eiler Pfötchen. Eiler Pfötchen. Das ist süß, das ist Zucker. Ja. Was ist denn das? Ich sag hallo. Also bis jetzt habe ich 5 degustiert. Die ersten 3 waren viel zu versüßt. Dann habe ich endlich mal einen trockenen gekriegt. Die sind zwar trocken, aber ja, nie die Qualität wie der spanische oder der italienische. Vom René. Ja, ist halt hier türkischer Wein. Aber es gibt hier auch wieder Wein. Ja, morgen ist Wahl hier und da muss man natürlich ein bisschen Werbung machen.
Nachtleben auf Türkisch. Das hier ist unser Schlafplatz. Die Hotelmanagerin hat uns erlaubt, hier zu schlafen. So, das war es wieder. Aber ich komme ja bald wieder. Und wir reisen weiter in der Türkei. Mir gefällt es sehr gut in der Türkei, muss ich sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke für Daumen hoch. Und hinterlasst doch einen Kommentar. Das würde mir auch Freude machen. Und bis bald. Tschüss.